Ja, hallo. Ich grüße euch wieder recht herzlich zu einem neuen Laufvideo. Ja, wir sind jetzt heute in der Laufwoche 5 und ich bin auf meinem 153. Streakrun unterwegs. Ja, im letzten Video hatte ich ja gesagt, ich berichte mal in einem der nächsten Videos meine Meinung zu dem Streakrun, ob das eine Sucht werden kann und ob das für die Gesundheit gut oder schlecht ist, nach meiner Meinung. Um das soll es aber in diesem Video nicht gehen. Das mache ich in einem anderen Video. Heute möchte ich euch mal berichten von meinem Plan, den ich für die nächsten 2 Monate habe. Also Februar und März. Ja, ich habe einen Plan fürs Laufen. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich nach Plan laufe. Mehr oder weniger. Und dazu möchte ich euch ja ein bisschen was erzählen. Im Januar bin ich ja insgesamt ziemlich genau 180 Kilometer gelaufen. Und dann habe ich mir jetzt überlegt, ich werde jetzt von der Februar und März jede Woche einen langen Lauf machen. Und zwar vorletzte Woche war ich ja schon 10 Kilometer laufen, letzte Woche 11 und jetzt diese Woche laufe ich 12 Kilometer, also heute. Und ob Wochenpensum habe ich momentan, auch die letzten 2 Wochen war das so, von 43, 44 Kilometer. Auch diese Woche, wenn ich jetzt heute diese 12 Kilometer absolviere, dann morgen am Sonntag, ja, da denke ich, gibt es auch nochmal so 5, 6 Kilometer. Also es wird auch so um die 42, 44 Kilometer auslaufen. Und wenn ich das dann so absolviere, habe ich vorher mal nachgeschaut, dann müsste ich am 30., 31., wenn mich nicht alles täuscht, meinen 21., ja, nee, nicht meinen 21. Lauf, meinen Long Run mache mit 21 Kilometer. So, jetzt. Also wie gesagt, jede Woche 1 Kilometer mehr. Dann sind wir am 30. oder 31. März bei 21 Kilometer. Dann habe ich mir überlegt, dann trainiere ich ja tatsächlich auf einen Halbmarathon hin. Ja, könnte man so sagen. Wobei ich muss gleich dazu erwähnen, Zeiten sind mir da egal. Ich werde auch keine Zeiten mitteilen, wie schnell ich da bin. Bei mir geht es da rein um die Gesundheit, um den Spaß am Laufen, ums Draußensein, ums Bewegen. Ja, und die Kilometer. Das ist das Einzige eigentlich. Ich möchte es gerne noch ausweiten. Also nach den 21 Kilometer Ende März muss ich dann mal überlegen, wie ich dann so weiter trainiere, weil ich dann halt auch so auf die 30, 40. Mein Ziel ist es auch mal so ein Ultra zum Laufen und dann natürlich auch die Wochenkilometer von momentan, ja, so 40, 45 Kilometer auch noch ausdehnen. Aber ich denke, wenn ich dann Ende März angekommen bin, dann werde ich meinen Laufberater, der Willi, kontaktieren. Da sollte er mir Ratschläge geben. Weil diese wöchentliche 1 Kilometer draufpacken auf den langen Lauf, das war ein Vorschlag von Willi. Und im Nachhinein muss ich sagen, ich finde, das ist ein ganz guter Vorschlag. Weil früher bin ich so spontan gelaufen, wie ich gerade Lust und Laune hatte. Mal mehr, mal weniger. Und ich denke, das macht sich ganz gut. Dann ist da ein bisschen Struktur dahinter. Ja, und was ich auch schon gemerkt habe,
Also wenn man in der Woche 40 Kilometer läuft, das ist natürlich schon auch ganz schön zeitintensiv, was da so verloren geht. Auch wenn es ein schönes Hobby ist, aber zeitintensiv. Und das nächste, was ich festgestellt habe, wenn ich jetzt sage, ich laufe heute 12 Kilometer, ja, ich laufe das ja nicht auf dem Sportplatz im Kreis, sondern draußen, wie man jetzt sieht, in der schönen Natur. Und da ist halt nirgends irgendwelche Schildle, Kilometer 1, Kilometer 2, Kilometer 3. Ja, meine Garmin-Laufuhr, die sieht mir das. Die vibriert bei jedem Kilometer. Also jetzt habe ich vorhin die 3 Kilometer hinter mich gebracht. Ich bin gerade vom Weg zum See, der ist in dieser Richtung da vorne. Den kennt der ein oder andere ja auch. Ja, und dann muss ich überlegen, ob ich am See Richtung Unzhorst weiterlaufe und quasi dann bei Unzhorst und beim Decker dahinter vorbeilaufe und dann zu mir. Ich glaube, dann habe ich aber noch nicht ganz die 12 Kilometer. Dann müsste ich da nochmal gucken, wo ich da noch einen Schlenker mache. Oder ob ich am See entlang da im Wald laufe, einfach bis ich so 6 Kilometer habe, dann umdrehen und wieder zurück. Wäre auch eine Option. Muss ich mal schauen. Aber jetzt geht es erstmal in den See. Dann melde ich mich da kurz nochmal. Also bis dann und viel Spaß beim Video. Zodele. Jetzt bin ich am See angekommen. Ja, jetzt habe ich 3,5 Kilometer. Aber den See kennen die meisten ja, die ab und zu mal hier reinschauen auf dem Kanal. Ja, jetzt geht es da vorne auf das Bänkle. Da setze ich mich kurz hin. Ganz kurz ein Schlückle nehmen. Ja, ich weiß, viele nehmen nichts zum Trinken oder Essen mit auf so kurze Strecke. Ja, braucht man vielleicht nicht unbedingt, aber ich habe mir es angewöhnt. Mindestens, wenn es zweistellig wird, dann nehme ich meine Laufweste mit, was zum Trinken und ein oder zwei Gel. Zur Not, es kann ja nicht schaden, denke ich mal. Was man hat, das hat man. Und ich gewöhne mich auch dran an das Laufen mit Weste und was mitzunehmen, wenn es dann mal noch länger wird. Von daher passt es, denke ich mal. Und dahinter sieht man die Enten wieder. Okay, jetzt mache ich kurz eine Pause und dann geht es weiter. So, also wie gesagt, am See habe ich eine kurze Pause gemacht, dann bin ich weitergelaufen durch Unzhorst durch
bin dann hinter über die Autobahnbrücke drüber und jetzt bin ich hier bei uns am Wäldle und ich habe jetzt knapp 8 Kilometer auf der Uhr. Das heißt, ich sollte noch 4 Kilometer laufen. Ja, und jetzt fängt der schwierige Teil an. Jetzt muss ich die Route planen, dass ich jetzt noch 4 Kilometer laufe und dann, wenn ich zu Hause bin, meine 12 Kilometer voll habe. Ja, und hier wird es ein bisschen laut. Dahinter sieht man die Autobahn, die A5. Ja, wie gesagt, das ist mir aber egal. Jetzt mache ich mir Gedanken, wie ich laufe, dass ich noch auf die 4 Kilometer komme. Ja, auf jeden Fall geht es jetzt mal Richtung zu mir, so ganz grob. Und dann mal gucken. Schauen wir mal, dann sehen wir was. Oder so ähnlich. Ja, und heute, wie eigentlich fast immer die letzte Zeit, mit meinen Laufsandalen unterwegs. Diesmal habe ich auch wie fast immer die Schamas am Fuß. Die sind mir so dermaßen ans Herz gewachsen, ja, beziehungsweise an den Fuß. Ich mag die echt. Also, jetzt aber weiter geht's. Die restlichen 4 Kilometer noch machen. Gerade hat die Uhr vibriert. Das heißt, ich habe jetzt 9 Kilometer. Also noch 3 Kilometer absolviere. Und es sieht ganz gut aus, dass ich ja eine fast Punktlandung hinlege mit den 12 Kilometer heute. Also man kann sagen, es läuft. So, jetzt sind wir ziemlich genau 9,92 Kilometer, also knapp 10 Kilometer. Und hier, wo ich jetzt stehe und bis nach dahinter zu mir heim, sind es noch ziemlich genau 1 Kilometer. Das heißt, ich hätte dann 11 Kilometer. Mir fehlt also noch 1 Kilometer. Von daher werde ich jetzt einfach in diese Richtung laufe, etwa 500 Meter, dann drehe ich wieder um und laufe wieder zurück. So habe ich quasi in die Richtung meinen Kilometer gemacht und kann dann noch nach Hause laufen, nochmals 1 Kilometer, dann müsste ich ziemlich genau die 12 Kilometer auf der Uhr haben. Und somit wäre mein Long Run für diese Woche mit 12 Kilometer erledigt. Ja. Und nächste Woche stehen dann diese 13 Kilometer an. Und von daher verabschiede ich mich jetzt von euch, von diesem Video, von dieser Laufwoche 5 und würde mich freuen. Man sieht sich nächste Woche wieder bei der Laufwoche 6. Und wer möchte, ja, meine täglichen Läufe, wie gesagt, auf Instagram sind die alle mit drauf. Wer will, in der Videobeschreibung unten habe ich einen Link, da dürft ihr gerne mal reinschauen. Also dann machen wir die restlichen 2 Kilometer und wie gesagt, bleibt gesund, habt eine gute Zeit, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.